Teil zu. Oh, eins. Das würde ich sofort runternehmen. Das schauen sich die Arbeitgeber zum Teil an und das kann böse nach hinten losgehen wegen so einem Foto. Ich auch schon gehört, aber mit sieht man nicht, also. Sieht man nichts, sieht man nur, wie der Tim gerade Sturz bis auf irgendeiner Fahrer pisst. Nee, der Paul und der Philipp, die sind auch. Wir haben eine Bierflasche im Mund und ich habe keine im Mund. Also passt das schon. Hast du eigentlich mal was von Paul gehört? Nee, ist nicht der Paul. Ach so, ein anderer Paul. Ja, Paul Jan heißt der. Der Paul ist ab und zu schon noch auf dem Server. Ja, der Paul, mit dem haben wir letztens Abend gespielt. Auch rein, jetzt komm mal bitte. Wo sind wir da? Buddy left your channel. Was? Der kann uns nicht einfach verlassen so. Du stürzt bis auf, da muss mir einer mitgehen. Fällt er noch hin? Mist, ich bin gerade im Lademodus. Ich kann kannst mich ja nicht switchen, scheiße. Sag ihm, wir sollen wieder hochkommen. Ich nehme noch gerade so schön auf. Ernsthaft? Mann, das soll wieder kommen. Ich habe wieder was für YouTube. Soll es wieder hochkommen? Doppelpunkt. Ja. Naja, ich kann gleich runterkommen, wenn ich im Spiel bin. Er hat gerade geschrieben, Doppelpunkt. Jeden Moment. Ja, aber ich lade noch. Na, ich probiere es trotzdem mal. Nein, passiert nichts. Geh mal runter zum Tim. Nein, lass mich nicht allein. Wie, kannst du da nicht hoch rumgehen? Ja, ich lade gerade. Wenn ich lade, kann ich nicht ins Windows. Oh Mann, jetzt spackt's. Und wie läuft's mit Tiros in der Schule? Nee, geh mal runter. Wo ist er denn? Zwei Channels unter uns. Bei Insurgency. Channel switch. Nicht User richtig. Joined your channel. Guten Tag. Moin. Moin, sind Lobby und Lölchen. Den Betrunkenen eskortieren. Ich sonst fällt er sich noch in Teamspeak zu Tode. Ja, ich frag grad um. Ich wundere, dass er mal reden kann. Frag, Lars, frag mal irgendwie deine Eltern. Sag, also wenn deine Kumpels auch spielen, sag mal, ja, meine Kumpels spielen auch und. Aber meistens werden die ja sagen, ja, ist mir egal, was deine Kumpels spielen. Ja, ist ja auch so. Ja, das war bei mir auch so. Beziehungsweise meine Mutter sagt ja, mein Vater sagt nein, beziehungsweise. Ja. Meine Mutter überlässt die Entscheidung meinem Vater und der sagt nein. Also hast du Kumpels, die spielen, oder? Ja. Er sagt auch einfach, ja, Party sei dann mal froh, dass ich auch mal rausgehe und nicht so fett werde wie, keine Ahnung, der Czernik oder nicht fett. Okay, zum Beispiel jetzt. Er ist nur fluffig. Nein, auch nicht. Ich spiele Eishockey, ich kann nicht fett werden. Da kennst du nicht die Eishockeyspieler, die ich kenne. Ja, da kann aber ich auch. Aber in Schulmannschaften ist sowas ja auch ein bisschen anders, gell? Schulmannschaft? Ja, ich spiele Profiliga, ich spiele Bundesliga. Die, wo ich kenne, die Eishockey spielen, die sind passen zum Teil nicht mehr durch Türen durch. Kennt ja auch so ein paar. Man hat Angst, dass der Boden einbricht, wenn man neben denen läuft. Ja, Tim, hättest du denn noch irgendeine Idee? Also 56 Kommentare habe ich abgegeben. Tim ist rotzedig, der kann dir heute nicht mehr helfen. Ich merk schon. Ihm steigt das Mineralwasser immer sofort zum Kopf, also. Der Jägermeister. Was, nicht noch ein Waldmeister? Genau. Oh, meine Beine tut weh. Ich bin eigentlich nur ein Schritt und irgendwie. Nee, Labi, vielleicht kannst du dich auch ein bisschen mit so auf mit Software, beziehungsweise Airsoft oder so. Na, Software, was? Kennst du das? Ich hab gefragt, wie die Software heißt. Nee, weil Lars will auch spielen, beziehungsweise auch mit seinen Kumpels Training und so machen, aber er kann nicht, beziehungsweise darf nicht. Bei den Eltern aus. Was soll ich da machen, wenn seine Eltern ihm das nicht erlauben? Nee, was hast du auch sowas mal so gemacht, oder? Meine Eltern, denen war das immer nicht relativ egal, was ich spiele. Sagen, alles gepasst hat, scheiß drauf. Solange ich Geld dafür habe, genau. Nee, also, es sagt einem seine Eltern, das ist dein eigenes Geld und du musst damit Fehler machen, was auch immer. Weißt du, wie ich meine? Meine Eltern haben mir das eigentlich immer relativ finanziert, außer Online-Spiele.
Ja? Also wenn du jetzt sowas, wenn ich sowas gesagt hätte wie ich fange WoW an, was ich nicht angefangen hätte, weil scheiße ist, das hätten mir meine Eltern nicht finanziert. Ja, soll ich dir mal, also soll ich dir mal eine kleine Geschichte erzählen mit Online-Spielen? Jetzt packt er aus. Ich hab mal ja gute 250 Euro von meinen Eltern geklaut. Und hab mir dann von Spielen gespielt. Ja, gut, ja. Ja. Warum machst du sowas? Warst du betrunken? Nein. Ich bin 15. War WoW-süchtig. Ja, weil, wer will WoW-süchtig? Das Spiel ist an sich scheiße, wer kann sowas spielen? Ich konnte sowas spielen. Ja, und schau, was aus dir geworden ist. Jetzt hockst du auf dem Teamspeak mit dem Betrunkenen und zwei Leute, die keinen Peil haben, was hier machen. Sag mal, ihr habt ja Arma, ne? Ja, haben wir? Ja, wir haben Arma, auch der Besoffene. Ja, ja, klar. Hättet ihr Interesse, ich bin momentan, also kennt ihr den i44 Mod für Arma 2 Operation Airhead? Ach, das hast du mich ja schon mal gefragt. Ja, den habe ich ja schon gefragt. Ich glaube, ich kenne den auch. Ja, das ist der Zweite Weltkrieg Mod. Ja. Da bin ich momentan bei einer Mission zu machen. Und hättet ihr dann eventuell Bock, wenn ich die dann fertig habe, also halt mit Akre, weißt du was Akre ist? Hm? Weißt du was Akre ist? Glaubisch. Mit den Funkgeräten und allem. Ja, damit dann halt eine Mission zu machen, bin ich halt also momentan dabei. Er fragt, ob wir Bock haben, mit teilzunehmen, nicht das zu erstellen, sondern einfach also teilzunehmen. Nein, testen, nicht nur testen, also dann halt auch vielleicht bei dem Event dann halt mitmachen. Ja, wenn ich Zeit habe, mache ich mit. Muss mir da rechtzeitig sagen, dass ich mir die ganzen Mods wieder runterlade, weil ich habe derzeit nicht viel auf meinem Rechner. Ja, das sind halt drei Stück. Ein Mod davon ist halt gemäht. Dann halt der i44 Mod und Akre. Ja, muss man rechtzeitig sagen, wird ja noch ein bisschen dauern, oder? Ja, also ich bin jetzt bei der. Moment, ich muss zählen. Ich bin ja bei der zweiten von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Missionen. Ja, da hast du noch was vor dir. Naja, ein bisschen. Naja gut, also man spielt halt die Deutschen. Ja, die Deutschen waren eh die Besten, auch wenn sie den Krieg verloren haben. Ja, vor allem schon mit den Waffen und Panzern und allem. Bin irgendwie müde. Dann legst du dich jetzt in dein Betty, machst den Schlafi-Bär. Morgen ist ein ganz toller neuer Tag, okay Tim? Geht's euch gut? Nee, weißt du, es geht's total beschissen. Bin ich schade. Nicht ja. Weinen, nein. Weine auch nicht. Du kannst mich hier nicht einfach so ausnutzen. Tim? Ja? Aufhören zu trinken. So geschehen. Er sollte mal seine Limits kennen. Morgen fragt er sich, warum er Kopfweh hat und nichts mehr an den heutigen Abend erinnern kann. Heute Ausgang können wir noch mal erinnern. Hat der Bock eine Runde mit Rising Sun zu spielen? Oder Red Orchestra? Red Orchestra. Hast du Bock? Ja. Ah ne, da muss ich noch 5 GB runterladen, mach ich nicht. Weil also, wir haben nicht die Updates gelöscht. Also ich muss aber zu sagen, dass er auf den Teamspeak kommen soll, die alte Schwuppe. Habt ihr schon offline? Der also. Ist... Ja, die Uhrzeit holen ins Bett. Oder ich glaube, ich spiele eine Runde CSS und da wird die auch im Jail-Server voll. Ist mir klar, dass du sowas machst. Also ich spiele erstmal von Bad Orchestra. Kann ja spielen. Was spielen wir in Rising Storm oder normal? Bad Orchestra. Okay, ich geh mal auf den Server, ich guck dir mal. Also ich bin am Laden. Wenn ich irgendwie einschlafe, ne, dann schieße ich dich ab, damit du aufwachst oder was. Haben heute 33 Euro ausgegeben für den ganzen Scheiß. Das ist aber noch relativ lich. Ja, ja, aber guck mal, das ist doch bescheuert. Zwei Jägermeisterflaschen und ein Wichser-Pack. Wix und ein Wichser-Pack mix wie. Also ein Freund von mir hat dieses Jahr 300 Euro auf dem Oktoberfest verblasen. Auf dem Oktoberfest? Ist der ein Bauer oder so? Nö, war einfach ein lustiger Abend, der hat gezahlt, mich hat sich gestört. Das ist ach, ja, du hast auch mit, oder wie?
Ja, nur ich muss nicht zahlen, ja, gezahlt. Ich werde nicht sagen, aber das ist ja schon ein bisschen bescheuert, ne? So viel Geld ausgeben, um dann, um dann am nächsten Tag Kopfschmerzen zu haben. Wir waren da 3 Tage, nicht 1 Tag. Ja gut, dann halt nach 3 Tagen richtig viel Kopfschmerzen zu haben. Das war's wert. Das war einfach nur wert. Wo warten wir? Wir warten erstmal auf Oktoberfest. Im Bierzelt. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ach, okay. Also doch so, an doch so viel. Aber ich weiß noch, es gibt nichts Lustiges als Sturz bis auf eine Leute in einem Bierzelt. Doch, 10 Sturz bis auf eine Leute in einem Bierzelt. Das war mehr als 10. Ich und 3 Kumpels waren besoffen und der eine, der hat so... Tim, du bist immer besoffen. Nee, und der eine, der hat mir weg so nichts für mich getrunken, der andere hat überhaupt nicht... wie gesagt, der eine hat mir weg so nichts für mich getrunken. Wir alle haben die Jägermeister hintergeschluckt. Und schlucken bist ja gut, gell, Tim? Hey, ich hab's so dumm gesagt! Da hat er mich, da hat er geholzt, da hab ich... Oh, fuck. Und ich sag, ja... Ja, Philipp? Und dann hat er gesagt, nein, Tim, ich bin müde. Aber ich will noch eine Runde, wer der Kumpel mal spielen. Bist du Deutsch oder Ami? Deutsch oder Russe? Deutsch. Warum ist das so? Mach. Am besten gehst du an die Front. Ja, Sturm. Sturm gehen. Okay. Eine Sekunde ist warm und das warm. Ich laufe nach hinten. So, jetzt. Das ist das doch dann mal Fahrradplatz. Wir waren auf dem Spielplatz. Da kam die ganze Zeit irgendwelche Fahrradfahrer dann, vorbei. Das ist nicht so toll. Oder Flavi, wo geht ihr mal hin? Ich gehe nicht so gern nachts auf den Spielplatz, weil da sind keine kleinen Kinder, aber wirst du schon gemerkt haben. Nee, ich meine, wenn du gehst auch bestimmt öfters mal was trinken oder so. Nein, ich bin nie was. Ne, wo geht denn der da? Man geht der auch auf dem Spielplatz oder so, oder? Ja, aber wir haben nichts zu tun, als sich in Schaukeln zu hocken und sonst wo. Das haben wir auch gemacht. Hier zu lernen, du noch hast. Ne, wo geht denn ihr mal hin? Wir gehen einfach taufen, gehen einen halben Weg zum Bahnhof, gehen einen halben Weg zurück saufen. Was, wo geht ihr denn zum Bahnhof? Ja, wir gehen dann zum Bahnhof, gehen wir doch nicht zum Bahnhof, gehen zurück, kaufen uns irgendwo einen Kaffee. Kaffee? Ehrlich? Ja, Kaffee mit Wodka, das ist voll geil, musst du mal machen. Ja. Dann, ja, wir kaufen. Hör auf, Tim heute noch auf Ideen zu bringen. Der setzt er nicht mehr viel, heute macht er nicht mehr viel. Oh, ich hab grad 2 Typen umgebracht. Es interessiert mich ehrlich mal zu sehen, wie der hier rumrennt. Also so stützbesoffen. Der Tim, das ist bestimmt lustig. Wo bist du? Guck mir einfach mal zu, du Bitch. Ja, meinte ich im Real Life, nicht im Spiel, aber dass du sowas nicht raffst, ist mir klar. Also im Real Life, da bin ich rumgehumpelt. Rumgehampelt, wie das heißt. Welchen die Antwort ja gar nicht. Ich spiel auch gerade. Löhrchen nimmt gerade alles auf und stellt es dann auf YouTube. Ja, das habe ich auch so das Gefühl. Und wie viele Abonnenten hat Löhrchen? Nicht genug, damit Tim für immer gedemütigt ist. Löhrchen, was spielst du überhaupt? Einfach. Mit den anderen Typen? Nein, ich stimme, du spielst alleine. Ich spiel's ja mit Nico und so weiter. Nee, ist ja gerade nicht mehr da. Was ist denn bitte Epoch? Suchst du das nicht mit drauf oder wie? Ich spiel alleine. Achso. Oh fuck, Keiner will mit dem armen Löhrchen spielen. Was ist denn eben? Auf den Servern sind so KIs, NPCs unterwegs. Was ist denn bitte Epoch? Epoch! Ach, DZ oder was? Naja. Ach Gott. Ich finde das Spiel irgendwie so scheiße. DZ ist auch scheiße. Endlich jemand, der mich versteht. Ja, und ihr weißt, was total schlimm ist? Jetzt haben Leute aus meiner Klasse endlich das Internet entdeckt. Kannst du dir vorstellen, wer jetzt jeden Tag von 20 Leuten angeschrieben wird, ob er mit ihnen DayZ spielen will?
Das war ein Hashtag Neuland, Knappi. Das war echt genial. Vor einer Woche war keiner irgendwie drin. Und auf einmal geht die ganze Klasse ins Internet. Hashtag Neuland, wie gesagt. Wir hatten davor nicht mal Facebook. Ehrlich nicht. Nee, und jetzt haben die alle Facebook. Warte, wer jetzt kein Facebook mehr hat. Richtig. Du, oder? Mhm. Weil du, hattest doch schon davor kein Facebook, oder? Ich hatte Facebook, war aber nie drin. Jetzt habe ich offiziell meinen Account gelöscht. Du bist ein guter Junge. Wenigstens bin ich nicht getrunken. So, warum habe ich noch 3 Schüsse Magazin des Schwimmens? Dann lach doch nach. Ja, ich lach nur. Nicht in den Mund stecken, das Magazin, nein. Das ist nicht gut für die Verdauung. Scheiße. Nicht immer die Oma Assi nennen. Oder wie? Da ist doch viel Eis drin. Was? Gegen das Chantal nicht immer die Oma Assi nennen. Aber bin tot. Ich hab schon 5 Kills. Du bist ja totally badass. Ich fall fast vom Stuhl runter. Wie viele Kills hast du? 5. Wow, so viel wie ihr Finger an einer Hand hat. Nee, Lars, frag mal mit deinen Eltern, warum du nicht spielen kannst, weil die sagen bestimmt irgendwie, ja, es geht um so einen Trip oder sowas, oder? Oder nein, es geht einfach darum, weil mein Vater es nicht möchte. Da muss man fragen, warum der es nicht möchte. Weil er es nicht möchte, sagt er dann immer. Was willst du machen? LAN-Party und einfach nur mit Leuten spielen? Ich will Airsoft spielen. Was los? Ich hab keine Ahnung. Ich bin doch stoppt er, ah. Doch total lustig, da kann doch nichts passieren. Und ich glaube, deine Comics spielen auch nur mit 0,5 oder spielen schon mit 1 und so weiter, oder? Nein, ich spiele schon mit 1. Ich meine, 0,5 krieg ich mit einem MG, ja. Wo ich mir ein MG zu ein Hörchen, dann geht's los, aber, ne? Mach doch mal Paintball ist auch lustig. Ja nicht, du kannst ab 14 kannst ja. Waffen ab 0,5 Crew, ich weiß, ich hab mich schon informiert. Was? Kannst du auch ja bei dir ab 14 einen Laden einfach holen. Der da, Zombies. Was? Deswegen momentan spare ich ja auch. Hey, mach doch mal Paintball ist lustig. Ja, geht erst ab 18. Los? Beziehungsweise ich hab mir gesagt, wie das ab 16 geht, aber wir haben aber nachgefragt, die Thüringen hier. Nee, erst in Bekleidung. Ach, 18. Tim, guck mal, da bist du. Ach, du warst der den einen als mich getroffen hat. Ich hab die ganze Zeit getroffen. Nee, hast du nicht, du hast den daneben geschossen, ich hab den die Einschläge gesehen. Kills hab ich. Wie viel? 10. Ah, ich hab 8 mehr. Und ich glaub betrunken. Oder Lavi, das ist auch ein guter Kompromiss. Meins Ausrede. Das ist auch ein guter Kompromiss, oder Lavi? Ausrede. Was willst du? Das ist eine gute Ausrede. Du, weil du noch nie betrunken warst. Ich hab ein Herz für Betrunkene. Doch, war schon betrunken. Aber dann war ich immer nach 24 Uhr und dann konnte ich nicht mehr auf Internet zugreifen wegen Pittsburgh. Wir hatten jetzt alle keinen Bock mehr, es ist so ein bisschen warm draußen, aber. Ich glaub, für die zu viel. Irgendwie müde. Tim seiner Verfassung lacht jetzt bestimmt über alles, was man sagt, oder? Bananenbrot. Irgendwo, ich hab uns gekifft. Du hast nicht gekifft, du bist aber hacke voll. Du bist voll wie eine Haubitze. Ja und? Haubitze weiß es heißt lieber Rotwein als tot sein, aber trotzdem. Ich hab kein Rotwein getrunken, ich hab Jägermeister getrunken. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, gell Tim? Bitte nochmal wiederholen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Genau, irgendwie so. Ich hab keine Ahnung, was du sagst. Es ist mir klar, dass du keine Ahnung hast, was ich sag. Lavi, bis zum 31. nochmal auf dem TS oder? TS weiß ich jetzt nicht. Aber nee, Steam bin ich ja immer. Du hast doch gesagt, wir wollen nochmal Dings spielen, dieses. Wie heißt das? Wie heißt was? No Room in Hell. Nee, genau. Bist du online, ne? Da kommst du aber auch, oder? Bei am 31. wenn ich das schon organisiere, werde ich doch wohl da sein, oder? Ja, ich meine dann aber auch. Ja,
Ja, ich mache da übrigens an. Gerne mit, ne? Ich habe da kein Problem mit. Genau, ich werde auch nachts da sein. Ich habe auch, du hast gesagt, du willst dann den Kumpels feiern, oder? Das hast du zu mir gesagt. Hast du nicht, willst du den Kumpels feiern? Ich weiß nicht, Halloween ist irgendwie nie was los bei mir. Ja. Wann ist denn Halloween? Am 31. Oktober, du. Das weißt du mit der Besoffene. Ach, wir haben schon Oktober? Oh, Papa. Mhm. Ich habe gar keine Munition mehr. Ja, warte, wenn Auranius dabei ist, wollen wir einen Abend haben. Ich, Dolle, Auranius, Mathis, Paul. Ach, Mathis macht mit, Paul rechne ich auch mal, der wird aber auch mitmachen. Lolle, macht Sirus auch mit? Lolle hat gesagt, wenn er keine Arbeit hat. Also, wenn er gerade nicht arbeiten muss. Ja. Okay, also man kann nimm ja fast schon 8, Mann. Also ich bin arbeiten. Ja, fast schon 8, Mann. Vielleicht auch der Sirus fragt den Vater nach Edmund, die kennt sich auch noch nicht, oder? Ich war am überlegen, ob ich noch Red fragen soll, wenn du mitmachst, vielleicht ich nicht weiß, ob es nur 8 sind oder vielleicht auch mehr. Ach, ich dachte, es wäre nur 8 gewesen. Ich weiß es nicht. Ich